Kanal. Heute zeige ich euch sehr pünktlich zum ersten Mal meine Monatsfavoriten. Und zwar, ich habe dieses Mal Haarprodukte, Bodylotions, Highlighters, Puder, Ohrringe. Sogar Ohrringe zeige ich euch diesmal. Skincare-Produkte, die ich zugesendet bekommen habe, die ich wirklich so krass genutzt habe und einfach für so gut empfinde. Lippenprodukte habe ich sogar nur zwei. Eine Foundation, die ist für mich diesen Monat einfach in jedem Look, den ich gemacht habe, einfach immer, immer mich absolut flawless aussehen lässt. Und ich würde sagen, nicht einfach weiter schnacken und Monatsfavoriten abchecken. Lieben, beginnen möchte ich eigentlich heute mit einer Duschcreme. Ich liebe die Neuentdeckung, die ich teilweise von der Glow mitgebracht habe. Ich habe zum Beispiel dieses tolle Duschgel entdeckt. Und zwar ist es von Le Petit Marseillaise, heißt es. Und zwar beide Sorten. Ich habe einmal hier die Duschsorte zarte Süßmandelmilch und die Vanillemilchversion. Die sehen so aus. Diese kosten 2,25 Euro, sind bei DM erhältlich. Das ist jetzt mittlerweile schon fast leer und das habe ich jetzt schon zur Hälfte aufbenutzt. Ich habe noch Milchgeruch und ich glaube Orangenblüte. Ich finde sie beide wahnsinnig gut. Sie riechen sehr gut. Sie geben eurer Haut wahnsinnig viel Feuchtigkeit. Und ich empfinde die als wahnsinnig toll. Etwas für die Haare muss natürlich auch in dieses Monatsfavoritenvideo. Ich habe lately sehr, also ich zum Beispiel, ich föhne grundsätzlich meine Haare gerade überhaupt nicht, weil ich das irgendwie finde, das ist ein bisschen, ja, es macht halt die Haare unnormal trocken. Und gerade jetzt, wenn es, also heute ist nicht so gutes Wetter, ich föhne mir jetzt praktisch eine Woche vor diesem Videoveröffentlichung und muss sagen, das Wetter ist heute nicht so gut. Es hat heute relativ viel geregnet in Stuttgart. Und trotz allem habe ich meinen Haaren sehr viel Feuchtigkeit zugeführt und zwar mit diesen zwei Produkten. Lately bin ich auf dem absoluten Bananentrip und habe diese pflegende Bananenpflegemaske mitgenommen. Und zwar von Fructis Garnier. Ich finde die wahnsinnig gut. Ich habe auch schon echt benutzt, Leute. Ich habe hier mindestens schon, seht ihr das, ein Viertel davon rausgenommen. Das habe ich jetzt wirklich seit Anfang letzten Monats und das war wirklich so, so ergiebig. Ich gebe mir da wirklich nicht mehr wie eine Esslöffel-Spatel praktisch in meine Haarpartien. Nicht in die oberen Stücke, weil sonst wird euer Haaransatz so fertig, sondern hier ins untere. Meine Haare sind immer weich und sie riechen so wahnsinnig fruchtig, bananig. Also mir gefällt das wirklich sehr gut. Das kostet 5,95 Euro bei Rossmann. Achtet einfach mal auf so Coupons, die ihr in einen Briefkasten reingesteckt bekommt. Oder ladet euch die Rossmann-App runter. Da könnt ihr dann immer wieder 10% sparen. Dann zahlt ihr halt fast so 5,20 Euro dafür. Und das lohnt sich definitiv. Ein anderes großes Favorite, was ich jetzt schon, ich würde mal sagen, halb leer gemacht habe. Das sieht ein bisschen eklig aus, das muss ich aber auch zugeben. Das ist die Bananenhaarmaske von, also Truly Nourishing Hair Mask von Body Shop. Ich glaube, diese Maske kostet um die 14, 15 Euro. Auch bei Body Shop gibt es irre Aktionen. Also da gibt es manchmal Haircare, da kauft ihr zwei Sachen und kriegt eine Sache umsonst. Ich liebe diese Haarmaske, ich zeige es euch mal so. Also sie riecht... kennt ihr diesen Geruch von diesen Bananen, wenn die schon so leicht dunkel werden? Das ist der Bananengeruch. Das ist so ein richtig absoluter, truly Bananenduft, den ich sehr, sehr liebe und wirklich nur empfehlen kann. Zwei Produkte, die ich vor einem Monat, vor drei Wochen aber zugesendet bekommen habe, ist von der Firma Freiöl. Und zwar Freiöl hatte mir diese Sachen völlig bedingungslos zugesendet. Und zwar einmal das Gesichts-Facial Tonic Water und das Reinigungsöl und Ölmaske. Da habe ich jetzt etwas von benutzt, weil ich einfach wahnsinnig wenig davon benutzen muss. Und ich finde beides wirklich gut. Also ich würde euch das nicht erzählen, wenn ich denke, es wäre nicht so. Das Gesichtstonikwasser, ihr merkt einfach, also ihr müsst auch mal meine Haut euch angucken, diesen Monat. Also ich habe jetzt wirklich zwar einiges an Foundation drin. Sie ist sehr sauber, sehr klar und wirklich unnormal. Ich weiß nicht, ich kann es nicht sagen. Ich fühle mich einfach wahnsinnig sauber, nachdem ich das benutzt habe. Ich mache das einfach auf einem Wattepad, trage mir, nachdem ich mein Gesicht komplett gepeelt und alles habe, trage ich dieses auf und ich finde das einfach so toll. Das könnt ihr bei Amazon beziehen, ich glaube für 13 Euro und ich finde das sehr, sehr gut.
Abends, wenn ich einfach mal zu Hause bin oder auch in der Arbeit, das, also für mich ist eigentlich das Pflegeprogramm in der Arbeit nichts anderes wie eigentlich zu Hause, weil ich einfach auch in der Arbeit mir, also ich habe einfach dieses Täschle, also das ist jetzt hier meine Ariel-Tasche, die ist komplett gefüllt mit einem Gesichtspeeling, einer Zahnbürste, einer Q10-Augencreme und so weiter. Und dann habe ich dieses Reinigungsöl verwendet. Und benutze das wirklich so auch ein bisschen als Primer sozusagen. Ich gebe das in tupfenden Bewegungen einfach auf mein Gesicht auf. Und ich muss wirklich sagen, Leute, mein Gesicht hat sich in den letzten 2 Wochen wieder etwas verändert. Was ich jetzt auch ein bisschen zurückführen muss, ist, ich habe für etwa 2 Wochen die Pille abgesetzt. Nicht aus Grund dessen, dass ich jetzt schwanger werden möchte, sondern einfach aus Grund dessen, dass ich ganz, ganz starkes Bluthochdruckproblem damit bekommen habe. Ich habe ziemliches Herzrasen bekommen. Ich habe meinen Herzschlag wirklich nachts bis in die Ohren hochgehört. Das kennt ihr. Ich habe sehr starken Puls gehabt. Also einfach so. Also im Prinzip habe ich mich dauernd so gefühlt, wie wenn ich Marathon laufen würde. Ich bin zwar etwas mollig, aber das hatte jetzt auch nichts damit zu tun. Ich habe da mit meinem Frauenarzt gesprochen und er hat aufgrund meines Alters, weil ich jetzt einfach auch 29 bin, mir einfach geraten, mit meinem Partner zu sprechen. Wir sind jetzt auf ganz normal auf Kondome umgestiegen, praktisch auf ganz normale Verhütung, weil ich einfach gemerkt habe, also das ist für mich auch ein Monatsfavorit, wo ich meinem Mann auch sehr, sehr dankbar bin, dass er so wahnsinnig Verständnis hatte. Also ich habe ihm davon erzählt, habe ihm gesagt, dass es mir sehr schlecht dabei geht. Und ich habe auch festgestellt, dass ich zum Beispiel wahnsinnig launisch bin und so sauer werde teilweise. Das muss nicht mal irgendwas Besonderes sein. Ich flippe völlig aus und dann habe ich halt gesagt, nee, das möchte ich nicht. Also das möchte ich in die Monatsfavoriten auch geben, dass ich einfach diese Wandlung habe. Möchte ich dir sehr, sehr gerne darüber mal ein Video bekommen, warum, weshalb ich mit der Pille aufgehört habe, was für einen Beweggrund es gab und was für Veränderungen es gab, dann bitte schreib mir das gerne in die Kommentare. Ich denke, das ist einfach ein Thema, was jetzt nicht unwichtig ist. Also da geht es jetzt auch nicht darum, also wenn ich jetzt eine pubertierende Tochter hätte, wäre ich sehr froh, wenn sie die Pille nimmt, problemlos praktisch verhütet und praktisch im Prinzip da machen kann, was sie möchte. Ja, wenn sie einen festen Partner hat, dann macht es schon Sinn. Aber ich muss sagen, ich bin jetzt 8 Jahre bald mit meinem Freund zusammen, also jetzt noch ein paar Monaten, das sind 8 Monate, dann sind wir 8 Jahre zusammen, haben auch Hochzeitspläne, beziehungsweise wissen ja jetzt nicht, ob wir nächstes oder übernächstes Jahr heiraten. Und muss einfach sagen, dass das für mich ein sehr, sehr großes Thema ist, was ich jetzt nicht unter den Tisch fallen lassen kann. Und wenn ihr da gerne ein Update oder ein praktisch einfach eine Information darüber haben wollt, aus welchen Gründen ich das getan habe, dann schreibt mir einfach in die Kommentare. Ich möchte euch gerne Rede und Antwort halten, weil ich einfach denke, dass das einfach ein Thema ist, was immer wichtiger wird, auch einfach hormonell sich einfach ein bisschen besser mit sich selber auszukennen. Und einfach vielleicht auch von anderen Leuten zu hören, weshalb diese abgesetzt haben, weil das oft nicht nur Schwangerschaftsgründe hat, sondern auch einfach das eigene Befinden sich schlecht gemacht hat. Also sagt mir einfach Bescheid, wenn ihr darüber was wissen möchtet. Ein sehr, sehr tolles Produkt, was ich erst noch gar nicht allzu lange benutze, also jetzt praktisch seit 4 Wochen, ist die Pro Mud Foundation von LA Girl. Ich habe sie in 4 Farben. Ich habe sie jetzt hier aktuell aufgetragen in Beige und Medium Beige. Ich mische das ein bisschen. Lasst euch nicht irritieren durch durch die Farben, denn ihr werdet sie ganz schwierig sehen. Ihr habt diese Milchglasverpackung, das ist ganz arg schwierig. Also jemand, der so in einem Medium-Ton ist wie ich, mit so einem Olivenunterstich, der eher zu gelbstichigeren Produkten neigt, schaut euch die Farbrange an. Sie könnt ihr bei Beauty Bay kaufen, beautybay.com. Und die kostet 11,25 € aktuell. Leute, ich habe ein so tolles Finish. Ich trage die wirklich fast den ganzen Monat durchgängig in jedem Video für euch, weil ich einfach ehrlich gesagt sage, dass sie ist ja auch cruelty-free. Das bedeutet mir halt immer sehr viel. Ich werde meine Backups natürlich von meinen Maybelline-Sachen natürlich aufbrauchen, aber ich werde mir definitiv diese Farbe Medium Beige und Beige nochmal jeweils einmal bestellen, weil. Also das Beige passt mir eigentlich am besten, denn wenn ich praktisch Bronze und so, sehe ich dann wirklich so aus wie jetzt. Also ich habe so einen Sunkissed-Schneewittchen-Look und ich liebe diese Foundation über alles. Das ist auch eine Foundation, Leute, die ich tragen könnte mit Brille, weil das nicht so arg so stark ist. Auch ein gutes Monatsfavoriten-Informationsding ist, dass ich jetzt Probelinsen bekomme. Jetzt praktisch rein theoretisch, wenn das Video läuft, kann es sein, dass ich die sogar schon anfangen trage, weil das sollte wohl eine Woche dauern. Letzte Woche, wie gesagt, habe ich dieses Video hier gemacht. Das heißt, ich denke, im Laufe der Woche werden meine Probelinsen kommen. Dann habe ich praktisch Zeit, einen Monat also rein und raus machen und so.
Und ich freue mich einfach wahnsinnig, dass ich praktisch nicht dauernd diesen Drahtesel tragen muss. Sehr, sehr wichtig, auch für einen flawless Finish, ist einfach auch immer Concealer. Ich habe diesen Monat etwas entdeckt, was ich fürs Konturieren sehr gern benutze. Das zeige ich euch gleich. Und zwar habe ich hier die Conceal and Define Concealer von Makeup Revolution. Ich tue den ja immer direkt von revolution.com bestellen. Das heißt, ich kaufe die direkt auf der früheren Tam Beauty, beziehungsweise jetzt auf der Revolution London Seite. Verlinke ich euch gerne, gerne unten oder schreibe es euch hier rein, je nachdem, was mit dem Laune steht. Und den liebe ich unnormal. Ich benutze ihn gerade in der C8 und in der C2, also je nachdem, wie hell ich das unter den Augen möchte. Und einen Concealer, den ich einfach für mich wieder entdeckt habe, ist dieser Camouflage Concealer von Catrice. Leute, das ist ein so schöner Concealer. Eure Augen, ihr werdet nie so gut weiches, softes Finish unter den Augen bekommen. Ich finde, er deckt wahnsinnig gut. Er ist so schön unter den Augen. Es sieht einfach so flawless aus. Ihr könnt ihn ausbuffen. Was diesen Monat ja auch ein bisschen in Vergessenheit. Also, ich habe mal ein Video gesehen, wo Julina Menon und so diese Dinger aufgeschnitten hat und irgendwie hat es mich leicht gewirkt, muss ich sagen. Und gerade momentan benutze ich so eine I Want Candy Brush. Das ist also jetzt nur so stellvertretend jetzt diese Form und mache damit mein Make-up und irgendwie komme ich gerade mit Pinseln super zurecht. Ich komme mal ein bisschen näher. Komme ich sehr, sehr gut zurecht, gerade mit der Applikation von Foundation mit Pinseln. Ich weiß nicht warum, aber ich finde das irgendwie gerade sehr angenehm. Es macht mich auch sehr glücklich, dass ich das irgendwie wieder benutzen kann. Und ich benutze diesen Concealer wahnsinnig gern unter meinen Augen und der sieht immer flawless aus. Ich sette momentan mein Gesicht auch nur um die Nase und den Augen. Der Rest kann sehr wohl shiny sein, denn draußen kommt die Sonne raus. Diesen Monat ist auch einigen aufgefallen, dass ich sehr, sehr viel stärker meine Augenbrauen male. Das hat irgendwie. Das ist manchmal so ein On und Off bei mir. Also dadurch, dass ich ja mikrogebildete Augen hatte, also praktisch Augenbrauen, war das einfach irgendwie nicht nötig oder so. Also, dass ich das halt ständig mache. Mittlerweile habe ich mich aber gegen das Nachstechen entschieden, weil es mir persönlich zu sehr wehtut und das Ergebnis mir nicht gut genug war. Das würde jetzt auch mindestens 2, 3 Jahre dauern, damit dieses gemikrogebildete bleibt. Und das persönlich würde mir jetzt nicht den Schmerz wert sein, weil es wirklich, wirklich weh tut. Und ich bin persönlich ein absoluter Hardcore-Fan von diesem Kiko Augenbrauen-Gel. Und zwar, ich habe die 06. Ich habe den ganzen Monat dieses Ding hier benutzt und schaut mal, wie wenig daraus benutzt ist. Dieses Augenbrauen-Gel kostet 8,99 €. Manchmal habt ihr auch super Angebote. Neulich war ja, da habe ich euch ja in einem Haul, den verlinke ich euch auch gerne hier oben, gezeigt, dass ich zum Beispiel ja diese Kiko Bronzer, der übrigens auch einer meiner Favoriten geworden ist. Und da kriegt ihr wirklich dann Produkte, jetzt kauft zwei, kriegt das dritte umsonst. Und ich liebe den. Also ich möchte auch ehrlich gesagt nie wieder was anderes benutzen. In der Kombination mit diesem Ebelin Pinsel, das ist ein Ebelin Pinsel, praktisch mit so einem Brushkopf, ja, und praktisch ein Spoolie unten dran, komme ich sehr, sehr gut. Also ich fange immer an, hier praktisch die Kanten zu machen, umrande und fahre eigentlich nur mit dem Produkt praktisch in meine Augenbrauen rum. Und das habe ich in der Glowbox gehabt und das fand ich richtig gut. Das ist der NYX Control Freak Augenbrauen Gel und zwar in einer Translucent Farbe. Also der sieht, also wenn ihr das jetzt benutzt, ja, sieht es so aus. Das sieht ein bisschen weißlich, also so, ich hoffe, dass ihr das sehen könnt. Das ist es in der Mitte in diesem Ding und dann geht ihr praktisch in eure Augenbraue rein. Und fächert die so ein bisschen nach oben. Also mega, mega geiles Produkt. Da bewegen sich eure Augenbrauen nirgendwo mehr hin. Das kann ich euch sagen. Diese Augenbrauenprodukte sind so geil, also wirklich perfekt. Ja, und auch diese Farben. Es gibt da wirklich 6 oder 8 Farben. Ich glaube, 6 sind es. Wirklich von mega blond bis wirklich nochmal. Ich glaube, das ist die dunkelste, die ich habe, weil ich ja halt auch so schwarz, je nachdem lila, blau, bleuschwarz, blauschwarz gefärbtes Haar habe. Und diese Kombination ist diesen Monat mein absoluter Augenbrauenfavorit gewesen. Bronzen und Konturieren ist natürlich auch ein sehr großes Thema, gerade jetzt zum Beispiel einfach jetzt im Sommer. Weil oftmals ist es so, dass zum Beispiel viele Mädels einfach zum Beispiel gar kein Make-up mehr tragen. Ich habe natürlich jetzt heute wieder Full Face. Ich zeige euch auch später, mit was ich dieses wunderschöne Augen-Make-up gemacht habe. Leute, das ist so, so schön geworden. Ihr werdet euch wundern, wenn ich euch zeige, mit was ich es gemacht habe, wie toll das Produkt ist.
Und ich habe jetzt drei Produkte, mit denen ich diesen Monat sehr viel gearbeitet habe. Und zwar wäre das einmal der Make-up Revolution Fast Base Stick in der Farbe F13. Das ist praktisch dieser Foundation Stick und zwar in einer Konturfarbe. Ich benutze den, ihr seht ja, ich benutze den so kantig, mache mir praktisch eine Kante, tue das mit einer Stippling Brush, gerade die, die ich von Primark immer habe, ausbuffen. Und das ähnliche praktisch in der, das ist wirklich dieselbe Farbe, Leute. Also wenn ihr praktisch das so rausräumt, ja, könnt ihr sehen, dass es absolut dieselbe Farbe ist. Und das fand ich sehr, sehr cool. Also ich habe mir den dann extra geholt für unterwegs und macht das, also wenn es wirklich eine Hardcore-Kontur sein muss, die wirklich mega lange hält, nehme ich diesen Conceal and Define, mache mir damit meine Kontur und die sitzt fest wie Bombe. Also das sind so zwei Produkte, die ich echt nicht mehr missen möchte, Leute, weil das ist so schön. Ihr kriegt ein so tolles Ergebnis. Es ist so leicht zum Ausbuffen und ich bin absolut obsessed. Im Thema Bronzern muss ich sagen, gab es jetzt so zwei, drei Produkte, die ich diesen Monat unnormal gerne benutzt habe. Und zwar, zum einen habe ich diesen wunderschönen Gold Waves Bronzer in der Farbe Sienna Reflection und zwar ist es der matte davon. Den habe ich jetzt wirklich 2 Wochen ununterbrochen genutzt. Er ist so schön, so verblendbar. Das war ja in dem Video, dachte ich erst, er ist ein bisschen zu rot und ich habe euch ja versprochen, ich gebe euch noch mal eine Rückmeldung darüber. Jetzt ungeplanterweise in einem Favoritenvideo, aber da ich das jetzt 2 Wochen hardcore damit gearbeitet habe, kann ich euch definitiv sagen, ob er mir gefällt oder nicht. Das Packaging ist natürlich der Oberknaller. Also diese Packagings, gerade von den Limited Editions Kiko, I love it. Sign me a contract. Also ich liebe Kiko-Produkte. Ich finde auch, der Preis ist ein bisschen, da muss ich noch ein bisschen strugglen. Das kostet ja 22,95. Ich habe ihn damals für, ich habe zwei Bronzer, also ich habe diesen hier und den mit diesem marmorierten Package gekauft und einen Blush und einen Highlighter. Ich bin obsessed, sage ich euch. Also den Blush, den kann ich euch auch zeigen. Ich weiß jetzt noch nicht, wo ich ihn hingepackt habe hier. Also der Blush ist, leider Gottes habe ich gerade vergessen in den Favoriten, aber das ist der Coral Sunset. Das ist auch der, den ich gerade drauf habe. Das ist so ein leichter Blush. Also, ihr geht halt rein. Das ist übrigens ein anderer Favorit von mir. Das ist eines der Rose Quartz Pinsel. Geht ihr so leicht, light-handed rein und eure Haut kriegt einen super, super glowy Sheen. Und trotz allem ist die Farbe einfach mega, mega perfekt. Und dieser Bronzer, holt ihn euch, wenn ihr ihn haben wollt. Wie gesagt, meine Freundin hat, also im Prinzip jede Saison, Frühling, Sommer, Herbst und Winter, gibt es immer einen Bronzer bei Kiko in der Limited Edition, wo ich aber mittlerweile sagen muss, diese Bronzer sind der Hammer. Also ich habe selten solche Bronzer gesehen, die von der Pigmentierung so, so schön sind wie dieser hier. Zwei Produkte beziehungsweise zwei Produkte von derselben Reihe muss ich einfach echt mal erwähnt haben. Also ich habe mit Love Cosmetics so ein bisschen eine, ich sag mal so eine Startup-Beziehung, weil ich halt am Anfang, ich habe wirklich nur diese zwei Produkte und ein paar Lippenstifte und muss sagen, dass alles davon echt gut ist. Und ich habe jetzt diese Love Palette in The Glorious und zwar in der Farbe Gold Attraction. Die sieht so aus und Leute, die ist so vergewaltigt. Und dann habe ich noch die Farbe Rose Addiction. Es ist dann die, wenn ihr das so in Comparison seht, also ich versuche euch das mal nebeneinander zu halten, ist es praktisch, dieser ist ein bisschen Cool Tone wie der andere, aber im Prinzip seht ihr, der Bronze, der Highlighter ist anders, der Illuminator ist hier mehr pinkstichig, aber ich finde diese Palette jetzt irgendwie passender für mich. Also bei den bei diesen Love Paletten findet ihr immer einen Soft Illuminator. Den trage ich übrigens hier in meiner T-Zone. Das mache ich sogar sehr, sehr häufig, weil ich einfach momentan nicht auf dieses Totmatte stehe. Ich kann euch nicht sagen, was mich daran stört, aber es stört mich einfach, wenn es zu totmatt aussieht, ja. Und dann habt ihr hier einen Beaming Highlighter, Leute. Also der ist, puh, der ist echt nicht normal. Und dann habt ihr einen Illuminating Bronzer. Illuminating Bronzer sind so ein bisschen so ein Ding, wo ich am Anfang gedacht habe, ob mir das gefallen würde. Aber der sieht so schön aus. Ihr tragt den wirklich wie einen Flush of Color auf und ihr seht so gesund aus, so strahlend und eure Haut sieht aus wie perfekt von der Sonne geküsst. Sehr wichtig natürlich für ein super, super schönes Make-up sind natürlich Setting Sprays. Und ich habe euch hier 2 Stück. Einmal haben wir das MAC Prep and Prime, also das MAC Fix Plus, und zwar in dem Sand Coconut.
Ich liebe den. Also ich sag mal so, es ist jetzt McFix Plus, ist jetzt nichts etwas, wo ich jetzt sagen muss, das muss man haben. Aber dieses Kokosnuss riecht wahnsinnig gut. Ich finde auch, dass es der Haut sehr gut tut. Ich habe ja von MAC wirklich nicht arg viel. Ich habe zwei Lippenstifte, einen Highlighter. Ich hoffe auch bald, dass die Patrick Star Kollektion bei mir einzieht, weil ich die einfach supporten möchte. Ich liebe Patrick Star. Ich finde ihn einfach so, so hübsch. Und auch einfach, ich weiß nicht, der inspiriert mich auch immer so geil für Make-up-Looks. Also ich liebe ihm seinen Style. Ich finde auch, er hat manchmal mehr Glam wie jede Frau irgendwie. Ich weiß nicht. Also jeder, der von euch Patrick Star kennt, die Looks, die er macht, sind, also I love it. Und Max Fix Plus ist einfach, glaube ich, so ein Essential, wo ich anfangs gedacht habe, darauf kann man verzichten. Aber mittlerweile möchte ich es gar nicht. Und dann habe ich noch mal was gefunden. Und zwar habe ich mir das zufällig mitgenommen. Und zwar ist es das Dream Setting Mist von Maybelline. Und zwar ist das ein Produkt, was, glaube ich, ist relativ neu ist. Die Flasche ist auch schon ein Drittel leer. Das ist ein Setting Spray mit einem so schönen, feinen Mist, sage ich euch. Und wenn ihr das über die Haut gebt, das habe ich heute übrigens auch gemacht, dann habt ihr einfach so ein nicht todmattes Finish, sondern eure Haut strahlt, wie wenn sie um die Wette glänzen möchte. Und das unterstützt es. Es sind keine Schimmerpartikel drin, sondern es ist einfach, glaube ich, eine Formulierung, die eure ganzen Puder, also Puderkonsistenzen, eure Highlighter noch ein bisschen mehr zum Vorschein bringt. Wenn wir natürlich schon auf das Thema Shine Bright Like a Diamond kommen, bam, muss ich euch den krassesten Highlighter zeigen, den ich glaube, für Geld jemals in der Hand gehabt hat. Ich rede hier von der L'Oréal Crush and Foil Metal Highlighting Illuminating und zwar in der Farbe Rose Quartz. Diese Farbe ist der Shit, sag ich euch. Also ihr geht praktisch mit dem Finger rein, habt das hier und bam, habt diesen tollen Sheen. Der ist noch mal ganz viel krasser. Also das ist auch nur leicht drüber ist es der, den ich jetzt heute trage. Das ist wirklich ein so toller Highlighter, Leute. Ihr könnt ihn mittlerweile auch auf Douglas kaufen. Douglas.de. Vielleicht habt ihr sogar Glück und da läuft gerade so eine 20% Aktion. Sonst würdet ihr sogar nur noch 8 € für den zahlen. Der ist wunder, wunder, wunderschön, sage ich euch. Ich habe den auch noch in einer anderen Farbe, den ich allerdings als Bronzer-Topper benutze und nicht. Also, ich zeige euch den. Ich habe den hier. Das ist praktisch dieses Gilded Glow. Aber wie ihr seht, das ist natürlich von der Farbe her nochmal was ganz anderes. Der ist halt nochmal super, super dunkel im Gegensatz zu dem. Aber das da, wie gesagt, benutze ich auch sehr, sehr geil, sieht es aus als Lidschatten, Leute. Ein totaler Geheimtipp. Gebt es einfach auf euer Auto, auf euer Auge, macht einen geilen Wing drauf, ein paar Lashes und fertig. Das ist wirklich der Highlight, den ich den ganzen 2 Wochen jetzt benutze. Und irgendwie greife ich gerade auch nicht mehr zu viel. Ich habe ja eher so Paletten oder sowas. Blush zum Beispiel, Leute, kann ich euch sagen, habe ich den ganzen Monat wieder nur diese Tarte Blush Palette benutzt. Also, ich muss euch persönlich sagen, ich habe keine Verwendung mehr für andere Blushes. Ich weiß, ich habe wirklich eine ganze, ganze Schublade. Ich hoffe, wie gesagt, dass das Video meiner Roomtour euch gefallen hat. Wenn nicht, verlinke ich euch es auch gerne hier oben. Da habe ich euch mal alle Blushes, beziehungsweise da zeige ich euch ja so das Zimmer, wie das hier eigentlich aussieht, was ich wo stehen habe und so. Und ich werde ja auch nochmal Schublade für Schublade durchmachen. Ich hoffe, da habt ihr Bock drauf. Und das ist wirklich der Hammer, Leute. Kauft euch das. Ich bin mir nicht sicher. Im Internet steht Limited Edition. Manchmal sage ich aber Ding. Aber bevor ihr irgendwie Limited oder Standard, geht's euch holen. Bevor wir auf die Paletten zukommen, möchte ich euch noch 3 Sachen zeigen, die ich zum Color Correcten benutze, die ich einfach so essentiell wichtig gerade für mein Make-up empfinde. Und zwar hat mir mal eine super, super liebe Abonnentin, Schatzelein, ganz, ganz liebe Grüße, falls du jetzt dich angesprochen fühlst, du weißt, wen ich meine. Und zwar habe ich hier diese Camouflage-Cream in diesem Wake-up-Effekt. Mir hat die Abonnentin drunter geschrieben, dass die wahrscheinlich discontinued sind. Und ich habe echt einen Schreikrampf gekriegt. Ja, warum erfahre ich das? Also das ist wirklich rausgegangen aus dem Sortiment. Und jetzt habe ich natürlich aufs Verrecken, ich habe jetzt nicht denselben Ton gefunden. Also ich habe jetzt nicht so einen geilen lachsfarbenen Ton gefunden, wie ich ihn jetzt hatte. Habe aber, ja, also einfach eine Camouflage-Creme mitgenommen. Also ihr seht ja, das ist jetzt hier so in beige und das. Mir persönlich geht es, glaube ich, jetzt nur um die Konsistenz, meine Lieben. Es geht jetzt nur darum, dass ich diese Konsistenz sehr geil finde. Die Farbe ist sehr gut. Ich werde mir auch, oh,
Ich hoffe, wenn ich mich durchringen kann, den Bäcker Under Eye Brightener kaufen. Das ist praktisch dasselbe, nur mit 30, 25 €. Das habe ich jetzt in meinen Douglas Pack, also in meinen Wishlist reingepackt bei Douglas. Muss aber warten, bis es wieder ein bisschen Rabatt gibt, weil dann ist es ein bisschen mehr gerechtfertigt, wenn ich nur 20 € zahlen muss. Auf jeden Fall, ich mag diese Catrice Camouflage-Cremes. Und zwar, wenn ich so No-Make-Up-Days habe, wo ich wenig Make-up trage, nehme ich meinen anderen Favoriten, und zwar meinen Concealer-Buffer von BH Cosmetics aus der Pro-Reihe, und drücke mir den einfach nur ums Auge rum und bin absolut finished. Ein anderes Produkt, was ich wahnsinnig gerne mag, was ich wirklich, also ich weiß nicht, was die Leute mit ihrem Paintpot haben, aber das ist nicht nötig, wenn ihr den habt. Also das ist der Revolution Pro Eye Elements Core Eye Primer. Und zwar, der ist wirklich schon ein Drittel leer, Leute. Ich trage mir den Eye Primer tatsächlich. Hey, wischi, wischi, dann fokussiert er. Ich trage mir den Eye Primer tatsächlich hier aufs Lid auf und auch noch ein Stück nach unten. Buff das einfach mit einem schönen Pinsel aus, mit einem weichen, eigentlich mit meinem Foundation-Pinsel, und bin echt good to go. Wie gesagt, ich hoffe, dass ich irgendwie noch in die Richtung was finde. Ich weiß, dass es davon eine Palette gibt. Ansonsten muss ich mir echt die Palette kaufen. Aber das sind diese Sachen, die ich jetzt, wenn ich nicht gerade volle Foundation trage, wie heute, dass ich diese einfach nutze, weil ich es wahnsinnig, wahnsinnig leicht finde, mit diesen Sachen zu arbeiten und sie auch ausbuffen kann. Jetzt haben wir noch die Lippenprodukte und dann meine Eyeshadow Palette, und dann sind wir auch für diesen Monat schon fertig. Diesen Monat, meine Lieben, habe ich ehrlich gesagt nichts anderes benutzt, und ich schwöre euch, ich labere euch nicht voll. Und zwar diese beiden Produkte. Und zwar habe ich einmal hier den Sephora Outrageous Effect Volume Lip Plumper. Und zwar in der Farbe 04 und 05. Ich habe jetzt gerade hier die 04, das ist dieser rosa stichige davon. Die haben ja praktisch so einen super, super tollen Applikator, wie ihr hier seht. So richtig geil. Also könnt ihr richtig so schön in eure Lippe reinlegen. Das mache ich jetzt aber nicht, sonst blubbern meine Lippen wieder. Und den da bekommt ihr für knapp 13 € beim Sephora. Der ist ja mittlerweile deutschlandweit eigentlich vorhanden. Sehr schönes Produkt. Ihr habt egal, also wirklich jeder Look, den ich hatte, wenn ich wirklich keine Ahnung hatte, was ich nehmen sollte, habe ich einfach diesen benutzt, und es sah immer so fresh aus. Ihr habt doch die letzten Wochen immer wieder erwähnt, dass ich wirklich immer fresher aussehe in meinen Videos, und das ist wirklich auch so ein Effekt davon, dass ich jetzt einfach teilweise No-Make-up-Make-up-Days habe, dass ich meine Haut einfach auch irgendwie Luft, ich sage immer Luft zum Atmen lasse, aber es ist ja letztendlich so. Und welchen ich jetzt gerade trage in der Kombination mit meinem Lieblings-Lip-Liner, und zwar trage ich gerade enorm viel, weil einfach gerade die Farben so gut passen. Den Long Lasting Lip Liner von Essence. Und zwar ist das dieser rausdrehbare, den ihr hier habt. Leute, ich glaube, der kostet 1,80 €. Und das ist wirklich der beste Lip Liner. Er ist so cremig, so toll. Ich habe den, ich glaube, in 12 Farben. Ich glaube, ich habe keine Farbe, die es nicht gibt in meiner Sammlung. Also ich habe wirklich alle Farben davon. Ich trage auch zum Beispiel gern diesen plumpfarbenen, also den trage ich auch zu diesem Lippenstift, weil es kommt immer drauf an, wie übermalungsmäßig ich meine Lippen jetzt hätte. Zum Beispiel, ich finde auch, dass Lippenstifte da unnormal drauf halten. Und ich habe davon 2 Farben, also den werdet ihr bestimmt auch nochmal in einem Video sehen. Das ist praktisch die Farbe Insuspicious, und das ist die Farbe Visionary, und das ist die ich auf meinen Lippen trage. Und Leute, sowas Komfortables habt ihr noch nicht gehabt. Es ist wirklich der schönste matte Lip Cream, also eigentlich eine Lip Cream, wenn man es genau nimmt. Erinnert mich sehr an diese Soft Matte Lip Creams von NYX. Das Einzige, was ich sagen muss, ist, dass die wirklich einen Arschzeit lang halten. Also ich habe damit schon gegessen, getrunken, und es ist wirklich so super transferproof. Es ist aber auch nicht so, dass ihr praktisch so krass trockene Lippen habt. Und in der Kombination mit diesen Essence Lip Linern, ich glaube, da sind auch einige im neuen Sortiment gelandet mit einer neuen Farbgebung. Und ich finde die einfach unnormal schön. Meine Lippen sind, wie ihr seht, transferproof, also da kommt nichts runter. Aber einfach, also ich habe jetzt 6 neue Farben in meiner Box, die kostet nur 4,99 €, Leute. 4,99 €! Und das zwar, also ihr könnt wirklich für 7 € seht ihr aus wie $1 Million Baby. Also ich finde auch diese Farbe so flattering und wunderschön für jede junge Frau, für jede ältere Dame.
Ich finde auch, dass meine Lippen nicht so faltig aussehen oder so. Das ist auch eine Sache, die ich sehr wichtig finde. Und Leute, geht auf Revolution. Ich schreibe euch die Seite unten rein und geht dort auf die Pro-Line und kauft euch ein paar davon. Ich finde sie der Hammer. So, jetzt kommen wir, ich glaube, zu der geilsten Sektion, wo ich mich jeden Monat drauf freue. Wo es jetzt aber demnächst noch ein bisschen so eine Updates-Kollektion gibt, weil ich glaube, ein bisschen crazy gegangen bin die letzten Monate. Und zwar habe ich hier drei Paletten, Leute, wo ich echt sagen muss, wenn mir hier alles abbrennt, dann nehme ich nur die drei und renne um mein Leben. Und zwar habe ich hier einmal die Beard Cosmetics Glam Reflection Gilded Palette. Das ist auch die, die ich auf meinen Augen trage. Leute, ich schwör's euch, für jeden Nachtschichtlook, also im Prinzip fünfmal in der Woche, habe ich diese Palette genutzt und sie ist so schön. Ich habe für die Nachtschicht zum Beispiel oft nur diesen Ton in die Crease geschmissen, den und habe mir einen Liner gezogen und das war's. Oder ich bin auch so gegangen, weil ich ehrlich gesagt das sehr frisch finde. Ich liebe diese Palette. Sie ist butterweich. Sie hat so tolle Schimmertöne, Leute. Ich kann nichts Schlechtes über diese Palette sagen. Sie ist butterweich, so schön. Und ich muss einfach sagen, dass egal wie viele Paletten man besitzt, man immer, immer, wenn man neuere hat, einfach zu denen öfter greift. Ich habe ja die anderen drei Paletten und Leute, ich arbeite immer noch an der BH-Woche. Also nicht verzagen, wartet, bis die Jenny fertig ist, weil es ist sehr, sehr aufwendig, weil ich ja praktisch jeden einzelnen Look machen möchte und so weiter. Und oh, das ist anstrengend. Und auf jeden Fall, Leute, ich habe immer wieder, habe ich jetzt bei BH Cosmetics, gab es jetzt letzte Woche 33%. Ich habe, glaube ich, auch Pech gehabt. Ich habe es jetzt auch nicht geschafft zu bestellen. Ich werde mir jetzt ein bisschen was, ich habe noch ein bisschen Pinsel im Auge. Und die Festival-Palette wollte ich mir bestellen. Dann war sie aber aus dem Stock. Dann hat es sich für mich auch nicht gelohnt zu bestellen, weil ich ehrlich gesagt alles bestellen möchte. Und jetzt nicht nur wegen einem Item, dann zahle ich wieder Versand und so. Also diese Palette ist wirklich ein Träumchen, Leute. Also ich hoffe, dass die niemals aus dem Sortiment rausgeht, weil sonst kriege ich einen Heulkrampf. Eine andere Palette, die ich auch sehr, sehr gerne genutzt habe, und zwar, ihr müsst euch vorstellen, dieser Name dieser Palette ist absolut Programm. Wenn ihr die Soft Glam Palette von Anastasia Beverly Hills in der Hand habt, dann fühlt ihr euch so bougie und sowas von expensive. Ich sag's euch. Ich weiß nicht, was diese Palette mit sich führt. Aber diese Palette hat einfach so Farben, wo, wenn ich mich dann fertig geschminkt habe, ich habe mich gefühlt, wie wenn ich noch nie besser ausgesehen hätte. Und das, finde ich, ist auch so ein Gefühl, was vielleicht Make-up-Lovers verstehen. Manche Leute verstehen das nicht. Ich kann es nicht verstehen, wie manche Leute das nicht verstehen können. Aber wenn ihr euch mit einer Palette schminkt und ihr danach einfach sagt, I'm feeling it, dann ist es einfach das, was Make-up-Lover. Also, ich habe hier nicht umsonst, schwör's euch, bestimmt 100 Paletten und 200 Lippenstifte oder so. Das spielt eigentlich keine Rolle, aber es gibt zu manchen Paletten eine magische Verbindung. Ich kann es gar nicht anders sagen. Ihr schaut die an und sagt, Hello, you're mine. Also, ihr wisst, was ich meine. Einfach, ihr habt dann so eine magische Verbindung zu diesem Ding. Wo ich dann sagen muss, das ist bei der Anastasia Beverly Hills, ich finde die so geil zum Arbeiten. Ihr müsst etwas professionell und schneller blenden. Also diese Farben sind puh. Also wenn ihr die auf dem Auge habt, dann habt ihr sie auf dem Auge und nirgendwo anders. Ich liebe gerade vor allen Dingen Orange Soda, Burnt Soda und Mulberry. Also diese drei Farben zusammen, vielleicht auch mit diesen Sienna zusammen, gibt einen ähnlichen Look wie das. Nur einfach, ich kann euch das nicht beschreiben. Meine Babys. Ich kann euch das nicht beschreiben, es ist einfach so eine Palette, wo ihr euch einfach 100% Lady und Glam fühlt danach. Also ich finde die Palette perfekt. Also sie ist wirklich perfekt. Und Alida hat sich die damals, hat sich die zum Geburtstag gegönnt und sie kann mir 100% bestätigen, dass diese Palette einfach so ein tolles Gefühl auf dem Augenlid hinterlässt. Also das ist so eine Palette, die, glaube ich, bei mir niemals rauswandern wird. Das genaue Gegenteil vom Gefühl ist, wenn ich diese sehe, fühle ich mich wie ein fucking Freak. Und zwar rede ich hier von der Blood Sugar Palette von Jeffree Star. Leute, diese Palette ist not for playing games.
It's for playing with color. Also diese Farbpalette ist so geil. Also hier habt ihr nochmal das Color Scheme. Ich muss sagen, ich habe sehr, sehr viel damit gespielt diesen Monat. Aber egal wie ich gespielt habe, ich kam immer auf einem übelsten Papageien-Look raus. Aber wisst ihr was, Leute? Es ist eigentlich scheißegal. Weil letztendlich, wenn ihr euch wohlfühlt damit und ihr euch wirklich schön findet, ich habe ja zum Beispiel auch diesen Look hier, also Hello. Da habe ich diese NYX in Your Elements Paletten in Water und in Water und Wind benutzt. Und Leute, kann mir mal einer sagen, dass das irgendwie kein cooler Look war? Also ich habe das unnormal zelebriert, diesen Look. Ich bin auch tatsächlich damit rumgelaufen. Also glaub nicht, dass moi das nicht tut. Make-up, sagt Patrick Star auch, is a thing what fits for all. Also that means einfach Make-up. Ihr könnt machen mit eurem Gesicht, was ihr wollt. Seht es einfach als absolutes Porträt euer selbst, wenn ihr da Bock drauf habt auf Color. Also ich habe viele YouTuber zum Beispiel, die verstehen zum Beispiel Leute, die neutrale Paletten kaufen, überhaupt nicht. Ich bin so ein Ding dazwischen. Ich kann mit beidem ganz gut arbeiten, aber die Palette fand ich einfach so, so schön. Meine Lieben, und das war's auch schon mit meinem Monatsfavoritenvideo. Und ich muss euch ehrlich sagen, dieses Monatsfavoritenvideo war irgendwie sehr besonders. Also für mich heißt das halt, ich bin irgendwie so momentan am Zenit meiner Kreativität angekommen. Also 1000 Abonnenten werden auf jeden Fall erreicht dieses Jahr. Ich habe irgendwie auch so viel Kraft durch euch und auch so viel Lust zu filmen. Ich habe auch die letzten 2 Wochen 4-mal hochgeladen. Nur letzte Woche ist einmal ein Termin ausgefallen, weil an dem Tag ich bei meinem Papa war und wir haben zusammen die Wohnung aufgeräumt und auf Vordermann gebracht. Und danach kam mein Mann nach Hause und hat dann die WLAN-Leitung blockiert. Also konnte ich nichts hochladen. Deswegen habt ihr dann praktisch ein Video weniger gehabt. Ansonsten möchte ich weiterhin die 4 Tage halten. Montag, Mittwoch, Freitag und Sonntag sind jetzt meine Video-Hochladetage. Es gibt manchmal kürzere Videos, manchmal längere Videos. Und ich muss euch ehrlich sagen, diese Pinsel, die haben mich den Monat auch unnormal begleitet. Das sind die BH Cosmetic Crystal Quartz Pinsel. Ich zeige euch mal hier das Bild davon. Die gab es auch leider nicht mehr im Sale. Ich hätte die sehr gerne für 33% weniger gekriegt. Aber weil die halt so gehypt waren, ich glaube, dass die auch andere richtig gut fanden, waren die einfach super, super schnell weg. Und ich hoffe, wie gesagt, dass ich euch wie jeden Monat mit diesem Video echt Freude machen kann, dass ich euch so ein bisschen inspiriere, auch mal ein paar neue Produkte auszutesten. Zum Beispiel, habe ich fast vergessen. Kauft euch diese Balea Aqua Feuchtigkeitsgelee. Das ist der perverseste Primer, sage ich euch. Ich benutze den als Primer. Das ist praktisch wirklich so eine Gelee-Konsistenz. Ich finde ihn unnormal gut. Und solche Entdeckungen macht man halt wirklich nur, wenn man einfach mit offenen Augen durch die Welt geht. Tut das, meine Lieben, und bleibt mir einfach weiterhin gewogen. Erzählt euren Freunden von der lieben Jenny, damit die auch auf meinen Kanal rüberwandern. Und ich hoffe echt, dass ich euch, wenn ich euch so ein bisschen crazy Sachen von mir zeige, dass ihr nicht denkt, oh mein Gott, die hat einen an der Waffel, die kauft den ganzen Monat. Yes, Bitch, ich kaufe den ganzen Monat und ich werde das, glaube ich, mein Leben lang machen. Ich habe mir auch geschworen, wenn ich mal Mom bin, dass ich die schickste Mutter in Zuffenhausen bin. Und ich persönlich, ich fühle mich einfach mit meinen 29 Jahren so vitalisiert und energiegeladen wie noch nie. Leute, lasst euch nichts anderes einreden. Ihr seid wunderschön, so wie ihr seid, aber mit Make-up, that's my life. Das ist mein Leben, das ist der Inhalt meines Daseins. Das andere sehr, sehr wichtige Item in meinem Leben ist mein Freund. Ich könnte mir ein Leben ohne ihn gar nicht mehr vorstellen. Ich liebe ihn über alles. Meine 5 Katzen, meine 9 Chinchillas, meine 2 Meerschweinchen, meinen Hund. Und ich muss sagen, ich bin so gesegnet mit all diesen Menschen, all diesen Tieren und all diesen wichtigen Menschen. Ah, meine Schwiegermutter und mein Vater natürlich inbegriffen, dass ich einfach sagen muss, Make-up ist nicht alles, aber es hilft mir zum Beispiel einfach mich zu impressionieren. Zum Beispiel meine Schwiegermutter. Ich muss sagen, sie fand diesen blauen Look ganz furchtbar. Sie hat dann gemeint, ha, Kind, du siehst aus wie eine Papagei. Aber ich habe mich schön gefühlt. Und ich muss euch sagen, es ist scheißegal. Also ein sehr, sehr cooler Kanal, wo ihr irre Looks sehen könnt, ist Die Liebe ist Shih Tzu, geht unbedingt bei der vorbei. Es wird demnächst auch ein bisschen so ein Upgrade bei ihr geben, dass sie praktisch noch an Licht arbeitet und so. Und sie renoviert wohl noch ein bisschen in der Wohnung. Schaut gerne bei ihr vorbei. Sie macht wunderschöne Looks, Leute. Und die ist ein Special Effect Freak, sage ich euch. Und ich muss euch einfach sagen,
Genießt die Zeit, die ihr jung seid und auch die Leute, die jetzt hier einschalten und über 50 sind. Leute, Schminke hat kein Alter. Nein, die Tattoo-Paletten müssen nicht nach 12 Monaten im Mülleimer. Ich muss wirklich sagen, dieser Gedanke, dass Make-up wirklich Leute noch schöner macht, wie sie eigentlich sind, das ist eigentlich der Gedanke, den ich euch mitgeben möchte. Und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Video wieder, meine Lieben. Und bevor ihr ausschaltet, wartet. Jetzt kommen die Chinchillas und danach wünsche ich euch einen wunderschönen Montag, ihr Lieben, und I love you so much and thank you for the support and everything and I love you so much. Natürlich, meine Lieben, meine absoluten Favorites sind diese beiden. Sind diese beiden Würmchen, sind sie nicht zuckersüß geworden? Ich werde sie definitiv behalten. Ich habe mich nicht darum durchringen können, sie abzugeben. Sie sind aber sehr wuselig heute. Und ich habe euch auf jeden Fall versprochen, dass ich regelmäßig sie euch zeige. Ich weiß noch nicht, wie sie heißen werden. Also ich bin auf Hamlet und Shakespeare gegangen, weil ich finde die so, 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 so schön, die beiden. Und schaut euch die kleinen Würmchen mal an. Sind die nicht adorable? Also auf jeden Fall denke ich, Hamlet und Shakespeare bleiben bei Mami. Sie machen sich wunderschön. Sie haben unnormal langes Haar bekommen. Und das sind definitiv eines meiner schönsten Monatsfavoriten in diesem Monat.